Lesung aus dem Buch Ezechiel. In jenen Tagen, als ich die Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn sah, fiel ich nieder auf mein Gesicht. Und ich hörte, wie jemand redete. Er sagte zu mir: Stell dich auf die Füße, Menschensohn. Ich will mit dir reden. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir: Menschensohn, ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen, bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen: So spricht Gott der Herr. Ob sie dann hören oder nicht, denn sie sind ein widerspenstiges Volk, sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Alle Lesungen des heutigen Sonntags, auch die zweite Lesung und das Evangelium, handeln vom Prophet sein oder Prophetin sein. Jesus, der in seiner Heimatstadt nicht anerkannt wird und dadurch auch keine Wunder tun kann. Und Paulus, der sehr deutlich macht, dass er in aller Schwachheit zu den Menschen redet und aus der Zusage lebt: Meine Gnade genügt dir. Ich habe aber gerne diese Textstelle gewählt, weil mir vor allem zwei Gedanken sehr, sehr gut gefallen. Und die möchte ich gerne so mitnehmen in, ja, nicht nur in heute, sondern auch in das kommende, das kommenden Monate. Ezechiel spürt, dass jemand zu ihm redet. Es wird nicht gesagt, wer es ist. Es ist eine Stimme, die er hört. Und dann kommt dieser Aufruf: Stell dich auf deine Füße, Menschensohn, denn ich will mit dir reden. Wenn Gott zu Menschen spricht, vor allem im Alten Testament, ist es sehr oft so, in einer Art Theophanie, dass die Menschen zu Boden fallen, weil sie die Größe Gottes gar nicht begreifen können und weil wir Menschen auch unwürdig sind, von uns aus mit Gott in Dialog zu treten. Aber Gott möchte, dass wir uns auf die Füße stellen. Man könnte auch anders sagen, das kommt bei Abraham vor: Steh auf und sei ganz. Sei aufrecht, sei gerade. Ich weiß nicht, ob es Ezechiel selber gelungen wäre, aber der nächste Satz ist für mich so ganz klar die Hilfestellung. Als er das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Also es ist der Auftrag einerseits und andererseits ist es schon Gottes Geist selber, der das in uns auch vollbringen möchte. Und ab dem Zeitpunkt heißt es: Und ich hörte den, der mit mir redete. In dem Moment, wo wir aufrecht, gerade stehen, vielleicht auch Blickkontakt aufnehmen, können wir den anderen besser verstehen. Wahrscheinlich auch eine Hilfestellung, nicht nur im Umgang, im Gespräch mit Gott, sondern auch im Umgang untereinander. So der eine Gedanke, dass aufrecht stehen dürfen und aufgerichtet werden und mit Gott direkt auch von Angesicht zu Angesicht durch seinen Geist sprechen können. Und das zweite ist der sehr unangenehme Auftrag. Er wird gesandt zu einem Volk, das beschlossen hat, immer wieder von Gott abzufallen. Es wird beschrieben mit Bildworten: ein trotziges Gesicht, ein hartes Herz. Ich glaube schon, dass wir die Erfahrung gemacht haben, viele von uns, dass sich ein gütiges Herz auch im Gesicht widerspiegelt. Das heißt, nicht jeder, der ernst schaut, muss jetzt ein schlimmes, hartes Herz haben. Aber sehr oft ist es so, dass sich auch die Güte des Menschen in den Gesichtszügen widerspiegelt. Und Gott sagt dann zu ihm: Ob sie dann hören oder nicht, sie werden erkennen müssen. Die Botschaft, die Ezechiel zu sagen hat, gerade in der
Exilszeit, also dieses Vertriebenwerden aus dem Heimatland, ist keine schöne. Und Prophetin, Prophet sein, Dinge sagen müssen, Dinge wieder immer wieder einmahnen müssen, ist wahrlich keine Aufgabe, um die sich jemand wirklich reißt. Aber es bleibt offen, und das finde ich auch sehr schön, sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Es bleibt offen, ob sie sich dann bekehren oder nicht, ob sie darauf hören, aber sie werden zumindest erkennen, da war jemand, der sehr deutlich gesagt hat, was zu sagen ist. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Mut mitnehmen, uns vom Geist auf die Füße stellen zu lassen und mit Gott auch direkt persönlich ins Gespräch zu kommen und auf seine Stimme zu hören, aber auch den unangenehmen Ruf, vielleicht auch die Sommermonate hindurch, Dinge, die einfach vielleicht jetzt übertrieben in dieser Freiheit oder auch falsch laufen, die auch klar anzusprechen, selbst mit dem Wissen, wir werden uns dadurch nicht unbedingt Freunde machen, aber wir haben diesen Geist in uns.